Diese Sendung wird präsentiert von Bell. Die Grillparty des Sommers geht los. In einem Duell auf Zeit buhlen zwei Promis um die Gunst der dreiköpfigen Jury. Bestehend aus Popfahrerlegende Hausi Leutenegger, Stilikone Clifford Lilly und Starköchin Mitta Hiltebrand. Alle Mittel sind erlaubt. Und wenn's mal brennt, hilft der Grillchef aus der Patsche. Aber nur wer mit seinem Gericht überzeugt, gewinnt die goldene Servola. Heute bei Die Promigriller. Skilegende Bruno Kernen, nach welchem infolge eines spektakulären Sturzes und dem darauffolgenden Erfolg das Kernen-S am Lauberhorn benannt ist. Nach seinem Rücktritt ist er erfolgreicher Key-Account-Manager, hat ein Online-Skiportal und ist als Kamerafahrer wieder voll auf Kurs. Im Duell gegen die erfolgreichste Zürcher Skifahrerin aller Zeiten, Brigitte Oertli. Die Abfahrts-Olympia-Zweite von 1988 ist inzwischen mit ihrer eigenen Firma genauso erfolgreich wie damals auf der Piste. Dass sie nicht nur Speed, sondern auch Rhythmus im Blut hat, bewies sie kürzlich bei einer Tanzshow. Brigitte, Zuckerbrot und Peitsche. Und ich werde dich in die Sicherheit wiegen, aber am Schluss werde ich zuschlagen. Ja, lieber Bruno, früher sind wir beide schnell auf der Piste. Jetzt kommt es nicht darauf an, wer schnell ist, sondern wer das Fleisch besser würzt. Pass auf! Wenn das nicht mal starke Kampfansagen sind. Ebenfalls am Start und frisch gestärkt ist unser Grillchef. Piste frei für Freddy Kamera. Hallo miteinander und herzlich willkommen. Die heutige Kreation von der Mitta Hiltebrand nennt sich Fliegende Forelle. Das ist eine Schweizer Forelle am Spiess mit Zitronen-Frischkäsemus. Dazu im Bierbacheni mit Speckbeleite, Herdöpfel und Kohlrabi. Falls ihr ein Problem habt, könnt ihr mit dem Glück läuten, dann komme ich eine Minute zu euch, euch helfen und unterstützen. Für das Gericht habt ihr eine Stunde Zeit. Viel mehr gibt es nicht zu sagen, außer flammenfertig los. Hey, go! Dass ich jetzt gerade aufs Fisch oder darf, frisch Fisch grillieren, ja, ist happy. Naja, leicht wollen wir es euch ja nicht machen. Ja, jetzt noch mal überlegen. Kein Plan im Moment. Und Bruno, du so? Will, Chef, ich hätte eine Frage. Noch nicht mal in der Hocke und du brauchst schon den Grillchef? Der Fisch am Spieß. Jawohl. Tut man da einfach durchstechen? Genau. Ich habe noch nie einen Fisch gemacht, muss ich sagen. Ich esse selber nicht Fisch, ja, weil ich es einfach nicht gerne habe. Fisch aufstechen, ein bisschen Würze, ein bisschen Öl drauf, Olivenöl, ein bisschen Salz und richtig den Bauchlapp füllen mit Kräutchen. Jawohl. Und so direkt auf den Grill hinstellen. Okay. Aufschneiden auch noch ein bisschen. Kannst ein bisschen einschneiden, leicht. Ein bisschen Salz, ein bisschen Würze, vielleicht noch ein bisschen Knoblauch rein tun. Erdöpfel ist klar. Erdöpfel, nehme ich an, wird es darauf ab, genau, wie gross das man schneidet. Weiterhin viel Glück. Danke. Bitte. Tja, so schnell ist die Zeit um. Und darüber freut sich aber eine. Gell, Frau Oertli? Ich habe auch noch nie Fisch auf dem Grill gemacht. Bruno, was hast du denn in deinem Zutatenkorb? Also das geht sicher um die Bestechung der Jury. Also das geht mal gar nicht. Brigitte? Was? Kriegen wir dazu eine Stellungnahme? Oh nein, was? Na, das Foto. Ah, yeah! Hausi National, Hausi in the House. Ein guter Bestechungsversuch. Man kann nicht immer nur fair kämpfen, man muss alle Mittel ausprobieren. Und das Foto habe ja nicht einmal ich versteckt, sondern das habt ihr im Unteren gejubelt. Was? Wir? Niemals. Du, aber sag mal, während deiner Karriere hat es mit der Goldmedaille aber nie geklappt. Nein, ich bin die ewige Zweite. Aber Zweite ist besser als Dritte. Es gibt eine Langzeitstudie, wo man sagt, dass der Drittplatzierte eigentlich besser lebt als der Zweitplatzierte. Weil der Zweitplatzierte überlegt die ganze Zeit, ja, wo habe ich die Goldmedaille vergeben. Und die grosse Medaille gewinnen. Du bist froh, dass er überhaupt so eine Medaille hat. Wobei, weißt, wenn du ein Olympiagold wegen einem Hundertstel verpasst, dann fragst du dich dann zwischendurch schon, wo habe ich das vergeben. Ein Hundertstel kannst du ja nie vergeben, eigentlich, oder? Stark gekontert, würde ich meinen. Da bist du gerade etwas sprachlos. Whatever. Also, kommt ihr zwei. Wegstecken und weiterkochen. Wie sieht es denn aus? Wie komme ich zum Fisch? Ja, den musst du dir verdienen. Und wir wollen was dafür sehen. Etwas gesehen. Was meinst du denn zu einem Tänzchen mit Bruno? Hat der Bruno dann Zeit für ein Tänzchen, dass ich zu meinem Fisch komme? Ich helfe mit dem Tanz und dafür muss man manchmal aushelfen. Ja, das ist gut. Also eigentlich bin ich ja selber schuld. Ich habe Brigitte selber auf die Idee gebracht mit dem Tanzen. Tja,
Da musst du jetzt wohl durch. Wartet, hier noch etwas Musik. Und jetzt haben wir noch keinen Applaus. Oh, ihr Armen. Besser? Yeah! Das war, glaube ich, gar nicht schlecht. Und für diese Glanzleistung verleihe ich dir deinen Fisch. Schön sieht der aus, du. So, jetzt wäre es Zeit, dass ich auch meinen Fisch überkäme. Wie kann ich das machen? Wie wär's denn mit der Lauberhornabfahrt als Trockenübung? Also, du meinst, ich soll jetzt den Clown machen, damit ich einen Fisch überkomme? Naja, ob du dich zum Clown machst, kommt ganz auf dich drauf an. Nicht tragisch, machen wir letztendlich. Muss ich den Fisch haben. Und jetzt geht's los. 3, 2, 1, go Bruno! Und der Bruno kommt auf den Hundschopf zu. Und er kommt ins Ziel. Bestzeit! Er hat für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig lang in der Hocke bleiben. Ah, wollen wir nicht so sein. Bruno, dein Fisch. Oh, danke schön, danke schön. Und was macht ihr denn jetzt mit dem Fisch? Ich kann ihn jetzt mal von innen durch ein bisschen anwürzen, weil er schon so schön aufgeschnitten ist. Macht das Sinn, einen Fisch zu salzen? Wieso denn nicht? Meeresfisch. Von dem her macht es vielleicht schon ein bisschen Sinn. Also wie jetzt? Sind Meeresfische salziger als Süßwasserfische? Vielleicht, ich weiß doch nicht. Helfen mir doch, ich habe doch keine Ahnung, was ich da mache überhaupt. Immerhin siehst du es ein. Und Brigitte, liegst du gut im Rennen? Du, wo ist das Glöckli? Ah, da, so hoch. Also, Brigitte, wie kann ich dir helfen? Also, du kannst mir helfen, genau. Ich habe den Fisch von mir. Ja. Wie gehe ich vor? Ich würde ihn ein bisschen würzen, marinieren, ein bisschen Öl dran, ein bisschen Salz. Vielleicht ein bisschen füllen, noch mit Kräutchen oder ein bisschen Zitronen. Und dann spiessen ihn auf und genau. Kann ihn direkt auf den Grill. Kannst ihn direkt auf den Grill tun. Ja. Oder natürlich auch in der Aluschale grillieren. Ja. Okay. Und wie lange hat er etwa? Ja, ich denke etwa 10 bis 15 Minuten. Hast du noch eine Frage? Ich gebe dir noch etwas von meiner Zeit ab. Die Zeit ist leider abgelaufen. Dieser Fisch macht schon mal eine gute Figur. Also, ich bin ready für den Speck. Und was kriegen wir dafür? Ich könnte 30, 20 Sekunden etwas singen, das würde ich für den Speck machen. Oh, singen, nein, das singen ist gar nicht meins. Komm schon, ein kleines Duett. Never, never, never. Nein, nein. Bern, biet, meine liebe Heimat. Schöner, schöner kann's ja nie sein. Also, ich singe mit, komm. Ich bin ein Zürcher. Jetzt müsstest du jodeln. Ja, ich kann nicht jodeln. Jodi, 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 jodi. Also, ich finde, ich habe es ordentlich gemacht. Na ja, hier der Speck. Oh, fantastisch, herzlichen Dank. Und du, Brigitte? Ja, jodeln ist nicht meine Sache. Na gut, zumindest für die gute Selbsteinschätzung hast du den Speck verdient. Verdient? Wow, mein Speck! Yeah, ich brauche ihn! Unbedingt, danke vielmals. Und vom Speck ein fliegender Wechsel zum Fisch. Einerseits muss ich das selber parat machen, andererseits sollte sie fliegend sein. Gut, aber wenn du die nachher so aufhängst, die rutscht du ja raus. Das hätte man noch fragen müssen. Ihr wart zwar beide Spitzensportler, aber wie die grössten Schlaumeier seht ihr gerade nicht aus. Wir sind beide etwas ratlos, vor allem wegen dieser fliegenden Forelle. Die sollen fliegend herkommen. Und bevor sie fliegt, sollte sie auch noch auf den Grill. Wieso verziehst du das Gesicht? Ach so. Freddy, hast du eine Lösung? Mit ein paar Zitronenscheiben kann man vermeiden, dass der Fisch während dem Grillieren auf dem Rost kleben bleibt. Die Scheibe legt man einfach auf den Rost und platziert den Fisch drauf. Das erfrischende Aroma ist bei dieser Methode inklusive. Für einen zweiten Lauf bleibt euch aber keine Zeit. Noch 5 Minuten. Nur noch, wow! Der Fisch läuft so weit. Gemüse und die Herdöpfe sind so weit eigentlich auch nachher. Das Össeli habe ich gemacht. Und Brigitte, gibt es denn heute für dich die erste Goldmedaille? Ja, es sieht nicht gerade so gut aus, nein. Ich habe mir das etwas anders vorgestellt. Aber kann ich es jetzt auch nicht mehr ändern. Aber es ist ja nicht nur das Aussehen, es ist ja nachher auch noch der Geschmack. Und ist der Fisch denn auch durch? Zum Schauen, ob der ganze Fisch auf dem Grillrost schon gar ist, kann man mit einem Messer die dickste Stelle stechen. Wenn das Fleisch nicht mehr glasig ist, dann ist der Fisch servierfertig. Man kann sich auch an der Rückenflosse orientieren. Wenn sich die einfach rausziehen lassen, kann man den Fisch vom Grill nehmen. Ja, der hat es auch nicht. Hey. Kommt schon, Endspurt. Ich kann die Ziellinie schon sehen. Jetzt anrichten. Sieht so aus, als gäbe es hier ein Fotofinish. Hopp, hopp, hopp. Und 5, 4, 3, 2, 1,
Finger weg! Warte, schnell! Bruno, Finger weg! Also gut, ich habe noch eine Dekoration drauf. Das verzeihen wir dir, denn die Jury ist schon unterwegs. Stilikone Clifford Lilly, Starköchin Meta Hildebrand und Olympiasieger Hausi Leutenecker entscheiden heute, ob die beiden Gerichte eine Podestplatzierung verdient haben. Wer holt nach der heutigen Leistung Gold? Bruno auf der grünen Abfahrt oder Brigitte auf der roten Piste? Riese Portion. Ja, das mit dem Flügel hat wahrscheinlich nicht so geklappt. Also eigentlich jetzt noch so ein Ständer und er müsste fliegen. Aber er sieht auch so recht gut aus. Ich probiere zuerst den noch. Du willst zuerst den probieren? Ja, zuerst den probieren. Ja, aber okay, gib mir einen. Okay. Machst du das? Voilà, gib mir die Ladung rein. Komm. Ja, so, la, danke dir. Okay, okay, lange. So, Clifford? Ja, okay. Gerne. Ich gehe vom Fisch, da bin ich schon dran. Sieht ganz gut aus. Aber ganz gut. Jetzt nehmen wir noch Herdäpfel. Okay, so, la. Ja. Ein guter. Ja, ein guter. Ist gut durch, gut präsentiert. Richtig anmächtig. Es ist wirklich sehr schön angerichtet. Ja, ja. Der Fisch hätte man eine Minute weniger lang auf dem Grill lassen können, aber reine Kombination sehr stimmig. Oder? Clifford Jolet? Bin ich auch. Sehr fein. Sehr gut. Sehr gut. Voilà. Ich bin gespannt, ob das wirklich besser sein sollte. Glaub, komm. Es ist gross. Schick, ja? Es ist gross. Aber der Geschmack macht sie am Schluss aus. Natürlich. Aber gut, ich warte mal. Das kannst du uns auch nicht wieder vom anderen. Schauen wir mal. Ja. Das wird schwieriger. Super, es langt. So. Ja. Ich glaube, du hast alles, oder? Selbe habe ich alles, ja. Teller ist ein bisschen wuchtig gemacht, aber ja, sehr gut. Skifahrer können kochen, habe ich gemerkt. Ja, ich koche Skifahrer. Vorher ist eigentlich da fast ein bisschen mehr auf den Punkt getroffen als dort, mit dem Unterschied, dass sie da sehr verschnitten ist und darum ist sie so auseinandergeht. Also das sieht man auch mit den Geräten, also einfach zu tief eingeschnitten. Der Speck ist da ein bisschen labberig, so für den Grillspeck. Was sagen die? Ja, finde ich auch. Also der Fisch, die Konsistenz von dem Fisch hat mir sehr gut gefallen bei den grünen Tellern. Und der Kohlrabi auch hat mir geschmeckt. Auch die Kartoffeln waren mir feiner. Hier waren die ein bisschen undercooked. Das sieht mehr aus wie dein Essen und das mehr wie draussen. Ja. Das ist ein bisschen männlicher Barbecue. Einmal einen grossen Teller und ein Bier das dazu. Ist es, das ist ein Barbecue. Aber ich bin weit überrascht. Bruno und ich haben das natürlich schon ein bisschen angeschaut und geschmunzelt innerlich, weil es eben genau umgekehrt ist. Und alle drei eigentlich gedacht haben, dass der feine kleine Teller meinen ist und der andere Bruno sein. Aber der Geschmack zählt. Wer macht heute das Rennen? Bruno mit der filigranen Variante oder Brigitte mit dem übervollen Teller? Die Pizza ist gemacht und jetzt warten wir, was die Jury sagt. Gut. Für Skirennfahrer, wenn ich sie sind, können gut kochen. Der grüne Teller war ein bisschen würziger. Und der rote Teller war etwas zu gross. Da gebe ich grün ein 8 und dem roten ein 7. Der grüne Teller war für meinen Geschmack einfach mehr auf den Punkt getroffen, besser abgeschmeckt. Die Würze und auch die Kombination von dem ganzen Gericht. Und auch rot war sehr gut gemacht. Und es war wirklich allgemein jetzt nicht so ein einfaches Gericht zu kochen. Ich bin heute ein bisschen netter als sonst, weil es doch sehr gut geschmeckt hat auf beiden Tellern. Und bin grosszügig und gebe grün 7 und rot 5. Also, ich gratuliere euch beide. Es hat super fein geschmeckt, beide Teller. Grosszügig eingerichtet ist der Rotteller, der mir weniger gefallen hat für das Auge, weil ich esse mit dem Auge. Dafür gebe ich die grünen Teller 9 Punkte und der rote 7. Und somit heißt der Sieger in der heutigen Disziplin Bruno Kernen. Ein wunderschöner Pokal. Es ist um die Wurst gegangen. Ja, die Wurst gewonnen. Nächste Woche bei Die Promi-Griller. Justina Doreen Riederer gegen Rafas Plastic Life. Mach mit beim Promi-Griller-Wettbewerb und gewinne einen Gutschein für die Fisch-Grill-Spezialitäten von Bell im Wert von 100 Franken. Welches ist ein typischer Speisefisch? A. Forelle oder B. Goldfisch?
Sende eine SMS mit dem Kennwort Griller A oder Griller B und deiner Adresse an die Zielnummer 920. Eine E-Mail an griller@z1.ch oder rufe uns an unter 0901 595 509. Jeder Anruf und jede SMS kostet 90 Rappen. Diese Sendung wurde präsentiert von Bell.